Moin! Geht's wieder los. Also, ich bin Ofe von T&T Mobility und das ist Robin von Robin TV mit Max. Moin, ihr beiden. Kommt ruhig näher, hier ist Licht. Ja, viele von euch haben mir schon E-Mails geschickt. Es geht um den Tesla Model 3. Der Highland ist gekommen. Der Highland ist da und tatsächlich, der Robin hat den Highland da und der Highland steht draußen und den wollen wir uns heute angucken. Du bist jetzt von Berlin hierher gefahren. Wie war deine erste Erfahrung? Jetzt das war kurz. Die erste lange Fahrt mit dem Model 3. Ja. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Ja? Ja. Ich muss jetzt ganz aufpassen, weil wenn ich jetzt völlig begeistert und ausflippe und so, dann sagen alle, oh, den kann man nicht ernst nehmen, der Tesla-Fanboy. Aber ich habe Tesla, ich bin vor vielen Jahren mal Model S gefahren, habe danach 2 Jahre Tesla sehr stark kritisiert, überall. Mhm. Dann haben wir gesagt, ah, Schrottverarbeitung und so weiter. Aber ich glaube, da kommt was richtig Gutes. Aber am Ende muss nicht ich bewerten, sondern du. Genau, ihr wisst ja, Doc Tesla guckt sich das Ding an. Ja, die alten Teslas sind mittlerweile schon echt old, wenn man die neuen sieht, ne? Ich freut euch auf das Video. Ich bin wirklich gespannt, was Uwe sagt, genau, was ihr dazu sagt. Aber ich würde jetzt mal groß teasen und sagen, das ist das neue Tesla, was uns hier. Ich bin gespannt. Tja, hier seht ihr genau das, was alle jetzt hypen, der sogenannte Highland. Hier mit der Ambientebeleuchtung und hier das Lenkrad ohne Lenkstockhebel. Tatsächlich, und was mir auch gleich auffällt, die Lenksäule ist viel, viel dünner als bei der alten Modellreihe. Wie gesagt, das ist ein Facelift und dieses Facelift ist schon komplett überarbeitet. Himmelaufnahmen und so weiter. Sieht ähnlich aus. Das hier ist anders. Wir haben hier jetzt hier einen Touch-Button, keinen haptischen Button mehr. Hier die Kamera und hier die Autopilot-Einheit am Spiegelgehäuse. Ja, nun sitze ich hier drin. Ich habe mir den Anfang Oktober auch schon mal angeguckt. Im Service Center war ich schon begeistert. Ja, wir nennen doch einfach mal heute dieses Video ganz einfach: Ist das der neue heiße Scheiß, den Tesla uns hier bietet? Anscheinend ist es so. Ich bin im Moment ziemlich begeistert, natürlich. Die Verarbeitung ist wirklich sehr, sehr schön. Wir gehen da gleich nochmal ins Detail. Aber jetzt wollen wir erstmal eine Runde fahren. Ich habe nämlich gehört von vielen da draußen, dass das Fahrwerk auch schon besser sein soll. Wie ist deine Erfahrung, Robin? Super. Ja? Ich bin total begeistert. Bei mir ist ganz spannend, weil ich fahre sozusagen, ich habe gerade noch, der geht dann morgen zurück, einen Mercedes EQE im Abo. Und der geht jetzt zurück und ich erkenne ehrlich gesagt den Unterschied ein bisschen nur, aber nicht so krass. Und so ein Mercedes, der da so für 90.000 vor der Tür steht gegen so ein Auto, der war jetzt glaube ich bei 53.000, die Long-Range-Version. Ja. Gab auch viele Reviews online, die gesagt haben, es kommt schon ein Luftfahrwerk ran. Das ist jetzt vielleicht arg hochgegriffen, da würde ich mich gleich mal interessieren, was du dazu sagst. Aber ja. Ja. Wir gucken mal, hier seht ihr nochmal Fahrgestellnummer, man kann man ja zeigen, ist ja kein Geheimnis. Long-Range 405 Kilometer. Aus China. Tatsächlich, diese Fahrzeuge werden in China gebaut und aus meiner Erfahrung von über 1600 geprüften Model 3, die aus China sind schon wesentlich besser als die aus Amerika. Und jetzt machen wir erstmal Probefahrt. Und vor allem in China auch entwickelt, das Highland. Guck mal, der Herr weiß Bescheid. Ein bisschen was. So, noch keinen Meter gefahren und schon erster Eindruck hier vom Lenkrad. Schöne Haptik, ein neues Material vom Gefühl her. Wir haben ja hier bei vielen Modellen von Tesla die Problematik, dass sich die Bespannung löst. Und hier haben wir jetzt auch so einen kleinen Hubbel drin, also wie ein Sportlenkrad. Ja, und an diese Dinge habe ich mich ja schon ganz schnell gewöhnt. Die Haptik der Blinkanlage finde ich mittlerweile super. Es dauert tatsächlich 2 Wochen, bis man sich dann, wenn man in ein anderes Fahrzeug steigt, was hier noch Lenkstockhebel hätte, auf dem Airbag rumdrückt, um zu blinken, tatsächlich. Also ich habe mich so dran gewöhnt und ich bin mir ganz sicher, dass das die Zukunft ist, auch für andere Fahrzeuge keine Lenkstockhebel mehr zu haben. Was meinst du dazu? Ich habe ihn jetzt seit, also heute ist Montag, ich habe ihn seit Samstag, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Nee, das ist normal. Ich bin die ganze Zeit immer noch auf dem Lenkrad gucken und ja, so weiter, ja, aber das geht wahrscheinlich. Dazu ein kleiner Tipp, hier oben ist ja so ein kleiner Hebel, Erhöhung. Und immer wenn du fährst, über dem Strich, ist rechts und unter dem Strich ist links. Das ist das Einzige, was falsch rum ist. Auch dann. Du weißt ja, dass du es falsch rum hast. Da ist links und da ist rechts. Okay. Das geht. Also das dauert ein bisschen. Das ist eine reine Kopfsache. Ich hätte mir eher gewünscht, dass sie praktisch
oben, dass der obere zum Beispiel so einen Punkt hat und unten vielleicht so zwei Punkte, weißt du? Das ist dass ja du genau das sozusagen. Ja, okay, das wäre noch einfacher, ja. Aber gut. Gut. Ich bin mal gespannt. Das ist definitiv eine der kontroversesten Geschichten, glaube ich, mit diesem Blinker. Das glaube ich. Ja, das kennen wir ja hier. Ne, hier ist jetzt kein Hebel mehr an dieser Stelle. Das heißt, wir gehen hier direkt aus Display und fahren los. So, die ersten Meter sind wir gefahren in dem Highland. Und tatsächlich, es ist ein Unterschied. Wir gehen jetzt mal in die Autobahngeschwindigkeit 133, 144. Und ihr hört... Das ist Audi oder BMW-Niveau. Er ist nicht laut. Wow. Das Fahrwerk ist super. Das reicht für uns. Wir haben ein ganz anderes Fahrverhalten, als wir das kennen von diesen Modellen. Tatsächlich schafft es Tesla mit diesem Fahrzeug für mich, mit dem ersten Fahreindruck, den ich habe, den Sprung in die Mittelklasse, in die gehobene Mittelklasse zu machen, die ich immer gewünscht habe. Und jetzt bin ich das Ding gefahren, Autobahn gefahren, Holperstrecke gefahren, meine Teststrecke, die ich täglich fahre mit diversen Teslas. Und ich muss sagen, das hier ist eine ganz andere Welt, tatsächlich. Wir haben hier ein ganz anderes Raumklanggefühl, weil dieses Poltern weg ist. Auch wenn der Wischer, der Scheibenwischer hier läuft, den merkt man gar nicht. So wie wir das kennen von früher. Man merkt einfach nicht, dass hier irgendwelche Geräusche von außen, Windgeräusche, den Wischerarm sozusagen treffen und man das im Auto mitkommt gar nicht. Also das Fahren ist wirklich eine ganz andere Welt. Ich bin davon überrascht, dass es so ein Riesenunterschied ist zu dem, was vorher ausgeliefert wurde. Die Fahrzeuge aus China waren ja schon immer ganz anders und sehr viel besser, gerade mit den gedämmten Scheiben und anderen Bauteilen wie die Wärmepumpe und so weiter. Aber das hier, das ist wirklich nochmal on top. Also ich kann jetzt schon mal gratulieren, wer sich so ein Auto kauft, hat Tesla Model 3 in der zweiten, sagen wir mal in der dritten Generation bekommen, die tatsächlich am ausgereiftesten ist. Was mir aufgefallen ist hier beim Fahren ist, dass die Beschleunigung nicht sofort da ist wie bei dem älteren Model 3. Da war es ja richtig brutal, das hat richtig ins Gehirn gehauen, wenn du da Gas gegeben hast. Und hier ist es so, das ist eine ganz leichte Verzögerung drin. Er hat immer noch Punch. Ne? Hier ist jetzt gerade Aufhebung der Geschwindigkeit. Wir können ja mal einmal reingehen. Zack. Oh. Es ist etwas anders. Also die Beschleunigungswerte sind vom Gefühl doch geringer. Also langsamer. Aber, wie ich schon gesagt habe, das Gesamtpaket ist dann doch wirklich sensationell für einen Tesla. Was mir noch aufgefallen ist, ist das hier. Wir haben hier wunderbare, schöne Nähte. Könnt ihr das sehen? Und beim Fahren ist es tatsächlich so, dass das ein schönes Gefühl ist, auch Grip bringt, wenn man hier diese Nähte hat. Das finde ich sehr gut. Dann natürlich für viele von euch auch noch was ganz Neues ist diese Lasche hier. Diese Lasche hier unten greift hier unten in den Schweller ein und die sorgt dafür, dass die Sicherheit im Seitenaufprallschutz nochmal erhöht ist, damit die Tür sich auch, wenn von der Seite ein Impact kommt, nicht so richtig in den Fahrgastraum überhaupt reinbiegen kann. Also wirklich auch eine tolle Entwicklung. So, hier nochmal von Nahem könnt ihr die Sitze sehen. Die sind jetzt belüftet. Von der Verarbeitung der Sitzflächen sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Das wird in Zukunft eine höhere Beanspruchung zeigen, ob wir hier Falten haben. Aber auch das ist wieder sehr weich. Das Sitzgefühl, das ist sehr gut. Ja, die Türen und die Konstruktion selber mit diesen Kappen hier oben drauf, das ist das Alte, das kennen wir. Hier sind natürlich die Türverkleidungen geändert worden, damit auch die Ambientebeleuchtung passt. Auch nochmal hier zum haptischen Gefühl. Hört mal. Das ist ganz anders als früher. Wenn ihr ein Model 3 habt, dann kennt ihr das vielleicht noch. Ja, es ist viel, viel leiser. Ja, der Chargeport, der ist ähnlich, aber auch ein bisschen anders. Ich glaube, das ist leicht anders geformt. Das Rücklicht, das kennt ihr schon aus vielen, vielen Videos. Hier nicht mehr mit dem großen Tesla T, sondern Schriftzeichen in einzelnen Buchstaben. Ja, das hört sich auch genauso an. Natürlich ist die Dachkonstruktion, die gesamte Karosse genau die gleiche wie bei den alten Modellen. Aber hier haben wir jetzt natürlich das Rücklicht mit drin. Und hier in diesen Fächern ist jetzt ja gar nichts mehr. Ist nur noch abgedeckt.
Das ist lustig, weil früher ging ja die Haube hier viel höher und dann kam das Rücklicht erst hier in dem oberen Bereich. Also dieser untere Bereich, der ist neu dazugekommen. Ja, auch diese kleinen Stopfen hier sind mittlerweile größere. Ebenso haben wir hier eine Teppichverkleidung in dem Auto. Das war früher Plastik. Wie sieht es hier unten aus? Ja, könnt ihr sehen, da ist nichts verkleidet, aber zwei fette Boxen sind da drin. Das ist natürlich mega. Hier Teppich hier drin. Hier auch große Klappe mit einem Rucksack. Das ist jetzt nicht so viel anders. Was wir hier unten haben, ist natürlich Licht. Denn wenn die Klappe aufgeht, dann müssen diese hier leuchten. Zur Sicherheit. Ja, hinten nach wie vor ohne Fußgarage für die langen Beinkollegen, so wie der Max das ist. Das war ein bisschen doof hinten, Max, ne? Ja. Wenn du so groß bist. Ja, setz dich mal rein, dann kann man das mal sehen. Max und ich, wir sind ungefähr... Nee, der ist noch viel größer als ich. Ein bisschen größer als ich. Ja, was bist du? 1,204. So ungefähr. Ich habe mich eingestellt. Ich bin 1,87 und saß praktisch gerade auf dem Beifahrersitz. Ja. Aber das ist... Wie groß bist du, Max? 1,96? 1,96? Ja. Hier kann man dann schon... Also hier geht aber... Ja, guck mal, ja, aber hier, wie hoch die hängen. Keine Auflage. Ja. Da fehlt unten die Fußgarage. Das ist halt, ja, das ist halt dann doch irgendwo noch ein Model 3. Ne? Auch in den hinteren Türen hier unten seht ihr auch die Laschen, die in den Türen angebaut sind. Danke dir. Ja, auch in diesem Fall keine Lordosenstütze mehr für den Beifahrersitz. Haben sie weggelassen. Ansonsten Karosserie, wie ich schon mal sagte, die A-Säulen, B-Säulen sind unverändert, bis auf unten die Schlitze in den Schwellern. Ja, und wir haben natürlich hier Doppelverglasung. Könnt ihr hier sehr schön sehen. Vorne, hinten, das gab es ja auch schon davor. Ja. Auch diese Repeater kommen mir bekannt vor. Und wie ihr hier sehen könnt, ist da auch schon Hardware 4 drin. Wir haben nur noch zwei Kameras drin, anstatt drei unterm Spiegel. Das heißt, dieses Fahrzeug hat sozusagen nur noch 7 Kameras. Ja, neue Scheinwerfer, neu gestylt. Vorgänger zu diesem Scheinwerfer oder Designgeber war der Tesla Roadster 2. Den kennt ihr ja auch. Ja, das sieht auch gut aus. Dann gehen wir doch mal, ja, Hardware 4, könnt ihr auch schön sehen. Gehen wir doch noch mal vorne rein. Hauber. Ja, hier sehr schön zu sehen, der Fußgängerschutz. Diese Dinger kommen raus, wenn ein Aufprall ist, stellen die Haube leicht an nach vorne, so dass der Fußgänger ein bisschen abgefedert wird. Hier im Frunk, ja, auch diese Verkleidungen sind anders, die gehen jetzt komplett durch. Die hörten früher hier auf und gingen da lang. Jetzt ist das ein Teil. Und wir mal gucken, was da drunter ist. Hey, overreißt mein Tesla auseinander! Deswegen seht ihr das ja hier. Nochmal die Fahrgestellnummer hinterlegt. Hier ist die Onboard-Batterie. Ja. Soll ich mal den Test machen? Filter? Soll ich mal den Test machen? Welchen Test möchtest du machen? Ofe, ist da ein HEPA-Filter drin? Ja, weil das ist nämlich tatsächlich eine Sache, die ist noch nicht geklärt online. Ne? Okay, ja, dann müssen wir das mal eben auseinanderbauen. Aber es gibt so ein Promo-Ding aus China, da steht HEPA mit dran. So, das bauen wir doch mal eben gleich auseinander. Weil bisher war doch im Model 3 kein HEPA-Filter, ne? Weil zu wenig Platz war, haben sie gesagt. Bisher nicht, nee. Dann, das sollten wir rausfinden, gut, weil das wäre, glaube ich, wir wären, glaube ich, die Ersten, die das weltweit jetzt... Weltweit, das ist immer gut, das steht mir, da machen wir das Werkzeug holen, da. So, ja, und hier tatsächlich haben wir mal kurz die Frankwanne rausgenommen. Das waren nur 4 Schrauben und ein Stecker. Dieser hier, ein HEPA-Filter, den kann ich hier nicht erkennen, denn hier unter ist das Luftfiltergehäuse und direkt dahinter ist kein Filter. Das konnte ich sehen, sondern einfach nur der Kühler. Ja, hier ist der First Responder Loop. Der ist natürlich ganz wichtig bei Unfällen. Und die gesamte Frankwanne oder der gesamte Frankbereich ist doch sehr, sehr ähnlich konstruiert
wie der letzte. Wenn ich das hier richtig sehe, da gucke ich gleich nochmal auf der Bühne, um da nichts Falsches zu sagen, haben wir hier auch ein Octo-Valve drin. Aber das müsst ihr dann gleich nochmal gucken. Ja, auch hier den Frunk könnt ihr sehen, anders geformt. Der Einfüllstutzen für die Scheibenflüssigkeit ist jetzt hier vorne. Und auch hier ist alles viel, viel stabiler. Das kennt ihr von den älteren Modellen. Hier war immer eine Stütze drunter gebrochen. Die ist jetzt auch da. Also auch da gab es Verbesserungen. Jetzt beim Schließen auch. Nö, finde ich nicht. Ich finde, es biegt nicht mehr so, oder? Es hat vorher mal so leicht gebogen. Ja, findest du? Finde ich nicht, aber gucken wir uns doch mal kurz die Spaltmaße an. Ja, hier sehe ich kleine Diskrepanzen. Wenn wir hier hochgucken, zack, achtet mal drauf, ist das ein gleichmäßiger, breiterer Spalt. Und hier ist er etwas enger. Hier in dem Bereich wird es ein bisschen enger. Das ist Jammern auf hohem Niveau, aber dafür bin ich ja bekannt. Auch hier gehen wir mal kurz drauf ein. A-Säule, Übergang, Kotflügel. Dann gucken wir runter die Tür, diese Tür. Und diese Tür, das ist für mich okay. Das alte Problem, was alle alten Model 3 haben, dass es hier nicht passt, das sieht sehr gut aus. Auch Stoßfänger zur Seitenwand, sauber. Ja, Spaltmaß, Heckklappe, kann ich wenig bemängeln. Oftmals war es ja hier sehr, sehr eng an den Stellen, sodass auch die Heckklappe sich in den Stoßfänger gefressen hat. Das ist aber okay. Das kennen wir so von den Chinesen. Das ist in Ordnung. Auch hier Übergang sehr gut. Tür gut. Spalte ist hier etwas größer als drüben. Ja, und eben hatte ich euch gesagt, achtet mal drauf, wie das hier aussieht. Und das ist identisch. Da kann man wirklich nicht meckern. Also von der Verarbeitung her ist das ein ganz anderes Niveau. Und das ist genau das, wo wir immer drauf gewartet haben. Ein qualitativ hochwertiger Tesla. Ich weiß, für die meisten von euch beißt sich das. Gerade für die, die keinen Tesla fahren und von draußen gucken. Aber das Auto, das Model 3 Highland, hat es geschafft. So, könnt ihr das da vorne sehen? Da an meinem Schrank ist die Markierung für die Tesla Model 3 Höhe. Das ist amtlich anerkannt. Und tatsächlich, es ist hundertprozentig eingestellt. Also nicht so wie bei vielen anderen Tesla. Dass man, da gibt es ja zwei verschiedene Scheinwerferarten, die immer wieder nachstellen muss, gerade nach dem Update, kann hier natürlich auch passieren. Aber das, was ich da jetzt sehe, das ist für mich perfekt. Ja, und auch hier könnt ihr schön sehen, eine richtig schöne, haptische, echte Naht. Ja, also mit weich aufgeschäumt, hier auch. Ja, kann natürlich sein, dass das nur wieder das Model 3 Long Range kriegt und dass der Standard Range hier im unteren Bereich Kunststoff ist. Aber das ist für mich Haptik. Gut, das hier, das kennen wir ja. Da hat sich nichts geändert. Aber auch hier im Armaturenbrett wirklich schön. Ja, hier oben könnt ihr schon sehen, die Querlenker der neuen Generation, die hier direkt aus dem Ball Joint oder Traggelenk, wie man es auch nennt, in Deutsch eben nicht mehr quietscht. Das ist eine super Konstruktion, auch von Meile zu erhalten. Für die älteren Modelle wesentlich besser als diese Blechdinger, die es vorher gab. Ja, dann sehen wir hier neue Radhausschalen und hier kann man sehen, hier ist die Kante definitiv besser geschützt als vorher. Denn die Radhausschale kommt hier sozusagen aus ihrem Radhaus raus und deckt die Kante ab. Dann hier unten ein Schmutzfänger, ja, und da haben wir wieder so einen kleinen Schlitz, da könnt ihr ihn sehen. Und dieser Schlitz sorgt eigentlich wieder dafür, dass der Dreck da reinfällt und für Korrosion sorgen kann. Ja, das finde ich eigenartig, dass man es wieder nicht zu Ende denkt. Und da ist die neue Radkappengeneration, die sieht wirklich sehr gut aus. Oder was meinst du? Sorry, ich war gerade fasziniert von den netten Personen, die hier auf dem Plakat sind. Ach ja, guck mal, das bist ja du. Ja, vor allem, das ist mein Zwillingsbruder, der Böse mit der Brille, ne? Ja, hast ja nicht mehr, ne? Achso, aber sorry, die Radkappen sehen gut aus, oder? Nee, die Radkappen sehen erstaunlich gut aus. Und Max hat als erstes gesagt, hier, Kameramann, boah, das haben wir schöne Felgen. Da habe ich gesagt, ne, das sind Radkappen, das ja. sind keine Felgen. Sehen aber aus wie Felgen. Ja, das sieht wirklich gut aus. Braucht man nichts mehr kaufen, ne? Geht so auch. Völlig in Ordnung. Oder, Max? Ja. Brauchen wir nichts kommen. Nee, finde ich auch gut. Sollen wir mal bremsen, ne? Da gucken wir gleich. Ja, hier hinten drin könnt ihr sehen, ihr seht die Karosserienähte, mehrere Bauteile, die miteinander verklebt werden, teilweise verschweißt werden. Das ist nicht so das Ideale. Na, hier unten könnt ihr auch sehen, da habe ich rumgewischt und so. Es ist auf jeden Fall in Ordnung, es reicht. Aber
Es ist nur nicht das, was ich am liebsten gerne hätte, denn irgendwann wird der Cast hinten kommen, also das Gussteil, dann ist das ein Stück und nicht 150 verschweißte, verklebte Teile, die einfach auch dafür sorgen, dass Undichtigkeiten entstehen können. Hier ist das Model 3 tatsächlich genauso geblieben. Ja, und hier seht ihr den Unterboden des Highland. Wie schon gesagt, der Highland ist in der Haus. Hier seht ihr auch einen komplett umgestalteten Diffusor. Also nicht nur direkt unter den Leuchten hier im Stoßfänger, sondern auch einmal hier oben mit einer Kante und jetzt mit neuen Diffusor-Flaps. Zack. Und hier natürlich das Anhängerkupplungs, die Anhängerkupplungsabdeckung. Ja, hier auch mit Lautsprecher. Ich weiß noch nicht genau, wofür der ist. Wir hören da jetzt kein Geräusch. Hinten ist die Achskonstruktion eigentlich genau die gleiche geblieben. Hinten haben wir jetzt einen Bremssattel von ZF. Hier hat sich sonst nicht viel getan. Da auch. Also ganz normal. Auch die Unterbodenkonstruktion, Schwelleraufnahmen, Schwelleabdeckungsaufnahmen. Das sieht alles so aus wie beim alten Modell. Ebenso hier in dem Bereich sehe ich, anscheinend ist das ein anderer Hersteller von den Querlenkern. Hier wisst ihr ja, da gibt es immer Probleme. Aber auch da oben, da seht ihr die Wärmepumpe, das Octo-Valve, das ist alles genauso geblieben. Aufhängung hier vorne mit Brembo, Rad mit Bremso, Brembo-Bremssätteln. Hier der Spurstangenkopf, Traggelenk, Koppelstangen. Ja, hier das Geräusch, das Fahrgeräusch vorwärts. Das hat Tesla ganz genannt gelöst. Ja, aber das ist alles alt. Hier hat sich nichts getan. Vorderachskonstruktion ist die alte, deswegen brauchen wir hier jetzt nichts auseinandernehmen. Ebenso hinten. Also, wie gesagt, es ist ja ein Facelift. Es ist keine komplette Neukonstruktion. Ja, hier könnt ihr auch sehen, die Abschlepphakenösen sind jetzt viel, viel größer. Und dann gleich mal gucken, wie es da aussieht. Ja, eigentlich genauso wie immer. Ja, und auch hinten könnt ihr sehen, wir haben jetzt hier eine Abschleppöse. Wollen wir mal gucken, wie es dahinter aussieht. Guckt genauso. Ja, wie ihr es von mir kennt, gehe ich natürlich auch bei so einem Auto in den Service-Mode. Und wir können sehen, vorne nicht mehr drei Kameras. Ich blende mal ein Bild ein, wie es jetzt normal aussieht bei den älteren Model 3, sondern wir haben hier den Fisheye-Pitch und den Main-Pitch, also eine Kamera fehlt. Ja, auch der Radar, der vorher hier in der Mitte saß, ist raus, ist auch nicht mehr bedacht und anscheinend auch nicht mehr geplant. Ansonsten ist hier eigentlich nicht viel anders als vorher. Nee, das ist alles gut. Das ist eine leichte grafische Veränderung, aber nur ganz minimal. Das brauche ich eigentlich nicht. Low-Voltage-Bereich. Actions. Hier ist die, die machen wir doch gleich mal an. Zack. Das ist das sogenannte Octo-Valve, eure Wärmepumpe. Ja, hier ist eine leichte Veränderung in der Grafik. Hier sieht es auch genauso aus. Hier seht ihr die Flussrichtung und so weiter und so fort. Hier ist nochmal das Lüftungssystem. Hier oben ist die Klappe für die Umluft. Die können wir dann mal direkt mal ansteuern. Zack, da könnt ihr sehen, jetzt ist sie zu, jetzt ist sie offen. Frischluft ist immer wichtig. Tja, ansonsten hat sich hier nicht viel getan. Nee, das ist alles das Gleiche. Ja, hier könnt ihr dann einstellen, wie eure, könnt ihr im Hintergrund sehen, eure ambiente Beleuchtung ist. Das kennt man von anderen Fahrzeugen. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Das lassen wir drin. Ja, ansonsten, das ist der Bildschirm, den man auch kennt. Diesen kann man übrigens nicht neigen. Man kann ja bei dem Model 3, bei dem Model S und bei dem Model X den Bildschirm so und so neigen und gerade. Das geht hier nicht. Hier ist es so, dass die Hupe hier noch im Pralltopf integriert ist und nicht so wie bei dem Model S oder X hier als Schalter. Den, wenn man den drückt hier, dieses Kamerasymbol, dann gehen die drei Kameras an. Ansonsten Autopilot, Spracherkennung, Wischer und so weiter. Also nichts anderes. Auch hier wirklich schöne Entwicklung, ähnlich wie bei Porsche oder auch bei vielen anderen Fahrzeugen. Hier vorne das Dashcover-Element mit so einem flusigen Teppich. Gefällt mir schön. Wie gefällt es dir? Findest du es gut oder hättest du es auch gerne? Viele waren alt mit dem Holz. Ja, ich mochte das mit dem Holz schon sehr. Das hat mir irgendwie gefallen. Aber dadurch, dass die gesamte Materialanmutung und Qualität einfach insgesamt besser wirkt, also finde ich so auch schön. Ja. Max hat gemeint, er findet es ein bisschen komisch, dass das da so oben drauf liegt. Aber ich finde es sehr fresh, ähnlich wie beim Volvo. Ne? Ja, ich finde das eigentlich auch gut. Ja, auch hier könnt ihr sehen, der Bildschirm hinten mit der neu entwickelten Konsole, jetzt mit neuen Schiebeklappen, wirklich schön gemacht, schöne Haptik und fährt auch
sauber vor und zurück. Das ist wirklich eine ganz andere Welt. Die Rückenlehnen klappen jetzt mit solchen Taschen hier an der Seite mit Gummis. Also viel, viel besser als vorher. Ganz, ganz anders. Ganz andere Haptik. Ja, auch komplett anders ist hier die mittlere Rückenlehne als Becherhalter integriert. Ganz andere Konstruktion als vorher. Man kann dann allerdings die mittlere Kopfstütze nicht verstellen. Das konnte man bei den älteren Modellen. Was mir hier noch auffällt, die Aktuatoren der Heckklappe haben eine andere Konstruktion. Wir haben jetzt hier links einen und wir haben auch rechts einen. Dadurch ist wahrscheinlich die Schließvorrichtung, ja, hört sich sauber an. Auch hier könnt ihr sehen, ist alles verkleidet, war früher Kunststoff, wirklich sauber gemacht, gefällt mir sehr gut. Ja, auch hier könnt ihr sehen, die völlig neu konstruierte Lenksäule, das ist viel, viel kleiner und filigraner als vorher. Ja, und hier, das ist unterm Bildschirm, ist auch eine Abdeckung mit so einem Quadrat drin. Was genau das ist, weiß ich nicht. Aber auch hier könnt ihr sehen, das ist auch aufgeschäumt. Das ist eine ganz andere Haptik als früher. Wenn von hinten jemand kommt, im toten Winkel, geht da eine rote Lampe an. Schlau gemacht. Wer hätte das gedacht, dass das von Tesla kommt? Andere machen schon lange, aber passt nicht zu der Kamerageschichte. So, Robin, das ist dein Auto. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein tolles Auto, es gefällt mir. Und es ist jetzt somit auch offiziell Doc Tesla approved. Ja, dieses Auto gefällt mir sehr gut. Vielen Dank, schön, dass du heute da warst. Gerne, gerne. Und abonniert bitte seinen Kanal, das ist ganz wichtig. Und du weißt, der Elektroauto steht er. Dann lädt er. Ciao. Ciao, ciao.